Sei es wegen falschen Impfpässen oder weil man als Soldat die Impfung verweigert hat. Sämtliche Bussen und Strafen, die man wegen Corona-Massnahmen erteilt hat, sollen aufgehoben werden. Die Generalamnestie, wie sie es nennen, fordert die Bürgerrechtsbewegung massvoll. Ein Aarauer Rechtsanwalt schätzt ein, wie realistisch die Forderung ist. Jeff Gnehm. An die Plakate aus der Corona-Pandemie-Zeit darf man sich auch heute noch gut erinnern. Wer sich damals den Massnahmen widersetzt hat, dem haben rechtliche Folgen gedroht. Das sei nicht gerechtfertigt gewesen, sagt Nicolas Rimoldi und fordert darum eine sogenannte Generalamnestie. Generalamnestie meint, dass sämtliche Bussen und Strafen, die aufgrund der illegalen Corona-Zwangsmassnahmen gesprochen worden sind, aufgehoben werden. Dass all die Verfahren eingestellt werden wegen Verstoß gegen die Maskenpflicht, Fälschung von einem Covid-Zertifikat, Verstoß gegen 5-Personen-Regeln etc. Gleich die Protokolle vom deutschen Robert-Koch-Institut, das Bondo vom Schweizer BAG, sollen zeigen, dass nicht die ungeimpften Treiber der Pandemie waren. Und das haben wir sicher auch in der Schweiz gewusst, sagt massvoll. Sie fordern darum die Justiz auf, diskriminierende Bussen und Strafen im Zusammenhang mit den Corona-Massnahmen zurückzuziehen. Dass das passiert, ist laut dem Rechtsanwalt Dominik Brändli aber unwahrscheinlich. Dass wir eine ganze Personengruppe von einer Strafverfolgung oder auch einer Strafvollstreckung befreien, braucht es einen Entscheid vom Parlament. Konkret müsste der Nationalrat und separat auch der Ständerat so einer Amnestie zustimmen. In den letzten knapp 200 Jahren hat das Bundesversammlung bei gerade mal 5 von insgesamt 19 Gesuchen gemacht. Dazu macht es die komplexe Rechtslage beim Thema Corona nicht einfacher. Bei einer Urkundenfälschung, wie sie z.B. bei einem Covid-Zertifikat einem falschen vorliegt, sind aber noch andere Rechtsgüter betroffen. Und je mehr andere Rechtsgüter betroffen sind, desto unwahrscheinlicher ist es allweil, dass es da zu einer erweiterten Straffreiheit käme. Massvoll schreckt das aber nicht ab. Man will jetzt auch Parlamentarier für die Idee überzeugen und so bald den Weg ins Bundeshaus schaffen.